Willkommen zurück zu Mario Rabbids Sparks of Hope. Wir sind in der Spur geblieben. Und, oh, das ist viel. Und wo kommen wir hier hin? Das muss ich mir mal angucken. Okay, verstehe. Na gut. Dann fängt es los. Kann ich ihn nur wieder gesund machen? Wieso? Ach so. Was soll ich bloß tun? Erfüllt von Kummer fasse ich mir an die Brust. Doch ich bin machtlos und kann meinen Zug nicht zum Reparaturhof bringen. Anderes Probleme? Ich kann helfen. Oh, kann ich helfen? Bitte, ich liebe Züge. Sie sind mutig, werter Herr. Doch selbst mit ihren Kräften können wir meinen Zug nicht über jene Gleise bewegen, die jedoch so von Dornen überwuchert sind. Dann lass uns dir helfen. Wir werden einen Dorn nach dem anderen an der Wurzel packen und ausreißen. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Stimmt. Ihr tapferen Retter! Das ist Bugs Bunny. Ich werde sogleich alle Vorbereitungen für unsere Reise treffen und meine Dampflok wässern. Erklimmen Sie diese Leiter, um zum ersten Dorn zu gelangen. Da freut er sich. Aber gehen wir doch erstmal hier gucken. Achso, das ist eine Haltestelle. Verstehe. Okay, da rutschen wir sofort runter. Da geht's noch nicht weiter. Ah ja, okay. Ich muss kurz einmal gucken. Bin kurz verwirrt, warum das so ist, wie es ist. Ah.
Weiß ich mir genau, wie das war. Ja. Scheiße. So, nee. Okay. Diese Dorn will nicht weichen. So schade, dass wir nicht einfach drüber fahren können. Verstehe. Es tut mir leid, da ist der Nächste. Der kommt da oben runter. Und jetzt nur noch diese Viechers. Die holen wir jetzt alle gleich jetzt ran und dann sind die auch weg. Das macht nichts. Naja, gut, aber er ist tot. Alle sind tot. Gutes Ding, easy. So, perfekt. Haben wir das auch? Ah. Jetzt kann ich hier auch oben rüber. Das hat alles Hand und Fuß. Man muss nur erstmal Sachen hinterfragen. Juhu! Mal einer Schau.
Eine war das. Ich glaube, das ist die letzte. Da muss er rein. Da muss er rein. Jo. Eigentlich? Eigentlich bin ich hier doch richtig. Da kann da gar nicht rein. Bah. Aber wo kommt denn der Nei? Eigentlich kann ich ja nur einen Weg zurückgehen, ne? Hier vielleicht? Aber auch nicht. Nee, ich kann doch gar nicht rein, dem Teil. Das muss irgendwo hier auf der anderen Seite sein. Ich werde aber vorher noch mal ganz kurz hin. Das habe ich nämlich eben jetzt gesehen. Verboten. Zwanziger. Oh. Oh, okay. Na, das sieht ja aus. Was? Ja, entkorke den Vulkan. Klemme die Speispitze von innen. Aber... Wie? Warum ist da ein Pfeil? Was möchte er uns sagen? Das
Achso. Ja, ich weiß, was er uns sagen möchte, natürlich. Jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück. Was? Achso. Oh Gott. Das war ja schon ein bisschen dumm gerade. Versunken in der Finsterzeit, das machen wir gleich. Dann gehen wir erstmal hier in die Röhre. Oder wir müssen sogar in die Röhre, ich weiß es gar nicht genau. Okay, I see. Kommen wir jetzt schon dahin? So. Irgendwie? Nee. Wir müssen das Auge wegmachen, ne? Und wie machen wir das Auge weg, wenn wir nichts stören können? Also wenn wir dieses einig haben, um dieses Auge damit wegzumachen. Oh, warte mal. Ja gut. Kann man es natürlich machen. Hast du Angst? Kein Problem. Also dann, wir versinken gleich in der Finsterzeit nach dieser Folge und in der nächsten. Ne? Macht es gut, bis dann, danke fürs Zusehen und bis dann, habe ich doch schon gesagt. Tschüss.